Ich glaube, die erste halbe Stunde war sehr gut von uns. Wir haben uns auch gute Chancen rausgespielt, hätten auch schon höher führen können. Und ja, dann durch so einen dummen Standard lassen wir den HSV zurück ins Spiel. Das, ja, ist unglaublich. Ja, wir haben unnötigerweise das Spiel dann noch verwaltet, warum auch immer. Und haben den Gegner mehr oder weniger eingeladen, sich Chancen zu erspielen. Und der Gegner hat es dann genommen. Aber wie kommt das? Ja, das bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten das so durchgezogen wie in der ersten halben Stunde und hätten hier dieses Spiel sicher nach Hause gefahren. Wie laut war die Ansprache in der Halbzeit? In der Halbzeit war sie natürlich laut, weil ich ihnen laut gesagt habe, was sie eigentlich kann. Ja, und dass sie davon nicht von Anfang an gebraucht macht, hat mich geärgert. Deswegen war die Halbzeitansprache ein bisschen lauter, aber mehr im positiven Sinne. Anfangsphase wieder mal ein bisschen verpennt, wie in den letzten zwei Spielen. Und mit dem heutigen Spiel sollten wir einfach mal merken, was wir eigentlich können. Das haben wir danach gezeigt und dann werden wir auch wieder einen Dreier holen.